Herzlich willkommen zu diesem Video unserer Reise von Karlsfeld zum Nordkap. Wir haben die Reise mit unserem Chevrolet Cruze gemacht und es war schon immer ein Traum von mir, einmal dorthin zu fahren. Der erste Abschnitt führt von Karlsfeld über Lodz nach Danzig und ich zeige euch jetzt da ein paar Bilder dazu. In Lodz haben wir die Gedenkstätte des von den Nazis errichteten Zigeunerlagers besucht und dann ging es weiter nach Torun, eine wunderschöne Stadt mit vielen Cafés, einer schönen Fußgängerzone. In Danzig waren wir touristisch unterwegs und haben eine Hafenrundfahrt gemacht. Es ging vorbei an einigen Schiffen bis hin zu der Stelle, wo die Nazis Polen überfallen hatten und damit den Zweiten Weltkrieg ausgelöst hatten. Die nächste Etappe führt uns über Kaliningrad und die Kurische Nehrung nach Litauen. Über Klaipeda und Kaunas sind wir nach Šiauliai gefahren. Die polnische EU-Außengrenze ist befestigt wie ein Hochsicherheitstrakt. Ähnlich sieht es bei der Grenze von Russland nach Litauen aus. In Kaunas gibt es etwas sehr Interessantes, ein Teufelsmuseum. Das Museum ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Weiter ging's zum Berg der Kreuze. Mehr als 50.000 Kreuze haben die Menschen dort aufgestellt. Dann fuhren wir durch Lettland nach Estland. In Lettland haben wir die Gedenkstätte Salaspils besucht. Das ist ein ehemaliges Konzentrationslager. Eigentlich wollten wir etwas Zeit in Riga verbringen, aber das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. So sind wir weitergefahren nach Estland. Dort waren wir in den Ruinen der ehemaligen Ordensburg Karkus. Weiter ging es über Tallinn nach Narva. Tallinn ist eine wunderschöne Stadt mit vielen interessanten Bauwerken. Alkohol ist in Estland relativ günstig und viele Finnen fahren nach Tallinn und trinken dann doch etwas zu viel. Estland ist das Land der Wasserfälle. Es gibt sehr viele davon. Der größte ist der Jägerla-Wasserfall. Als wir dort waren, führte er relativ wenig Wasser. Das hatte aber den Vorteil, dass man sehr nahe an den Wasserfall herankam. Das nächste Etappenziel war die drittgrößte Stadt Estlands, Narva. Der gleichnamige Fluss ist die Grenze nach Russland. Auch diese EU-Außengrenze gleicht einer Hochsicherheitsfestung. Nach den Zollformalitäten fuhren wir von Narva Richtung St. Petersburg. Die Straßen in Russland sind sehr gut ausgebaut, zumindest die, auf denen wir gefahren sind. Unterwegs sind wir sogar an dem Restaurant mit dem gelben M vorbeigefahren. Die Autobahnen in Russland sind mautpflichtig, das System funktioniert ähnlich wie in Italien. St. Petersburg haben wir zu Fuß und mit der Metro erkundet. Eigentlich wollten wir die Erlöserkirche besuchen, aber wegen dem Confederations Cup war der Zugang gesperrt, weil dort Public Viewing war. Dann war es an der Zeit, von St. Petersburg Abschied zu nehmen. Auf einer gut ausgebauten Autobahn fuhren wir Richtung Finnland. Die Grenzformalitäten waren relativ schnell erledigt und dann ging es auf Landstraßen durch das Land der tausend Seen nach Rovaniemi. Durch Rovaniemi führt der Polarkreis und es ist auch die Heimat des Weihnachtsmannes. Der Weihnachtsmann war auch im Juni da und man konnte ein Foto mit ihm machen. Es ging weiter Richtung Norden nach Inari. So gut wie jede kleine Wirtschaft am Straßenrand hat kostenloses WLAN. In Inari hat man das Gefühl, dass dort lauter Aussteiger wohnen, die dort sesshaft geworden sind. Dann begann die letzte Etappe von Inari zum Nordkap. Auf den finnischen Straßen muss man aufpassen. Ein Elch ist gerade noch in den Wald gerannt, aber Rentiere grasen an den Straßenrändern rechts und links und rennen ab und zu auch rüber. Dann waren wir endlich am Nordkap. Ein Jugendtraum von mir ist in Erfüllung gegangen und die lange Reise war es wirklich wert.